So, ihr Lieben, ich habe mir eine Dingens drüber gelegt. Ey, mir ist irgendwie total kalt. Ich hoffe, ich werde nicht krank. Auf jeden Fall habe ich einen neuen Ständer, weil wir haben eine neue Kaffeemaschine. Schaut mal. Die ist von De'Longhi Primadonna. Die war im Angebot. Und ich habe die jetzt geholt. Ja, ich hoffe, die hält ein paar Jährchen. Aber ich habe halt nur Gutes darüber gehört. Deswegen, ja, haben wir die mal gekauft. Und Audel braucht einfach Kaffee morgens, ohne geht gar nichts. Ich werde jetzt kochen. Ich wollte Reis machen mit, was ist das denn hier? Genau, ich wollte Reis machen mit Hähnchen. Zwiebelsahnehähnchen. Ja, ganz, ganz easy peasy. Sonst habe ich irgendwie nichts im Kopf, was ich kochen könnte. Und ich wollte halt auch nicht raus. Wir waren gestern im Indoor-Spielplatz. Einen Tag davor waren wir mit meiner Mutter. Einen Tag davor waren wir mit anderen Freunden. Also ich will die nächsten 3 Tage zu Hause bleiben, weil dann auch die Schule wieder beginnt, ne? I thought you saved me when I was down. But what you're doing has hurt me now. Cause I've been in the fire line way too long. I've been in the fire line way too long. You hit me, baby, you shot me down. My heart is bleeding, I'm scarred for life. Cause I've been in the fire line way too long. You held me in the fire line way too long. What you said is playing on repeat in my head. Baby, you hurt me bad. But that's all you do now, that's all you do now. You shot me down. I've been in the fire line way too long. Yeah, I've been in the. You shot me down.
Guten Morgen, Jedi. Ich bin so nass. Ich habe gerade die Kinder in die Kita und Schule gebracht. Ist ja wieder Start. Und ich bin nass geworden. Es hat nicht geregnet, als ich losgelaufen bin. Natürlich, sobald wir die fünf Minuten unterwegs waren, hat es geregnet. Zu spät. Ja. Wie ihr hören könnt, kriege ich richtig schlecht Luft. Aber ich bin heute richtig motiviert. Ich bin früh schlafen gegangen und neues Schuljahr, neues Glück, würde ich mal sagen, auch für mich jetzt. Aber das ist schon arbeiten und ja, ich habe jetzt ganz viel im Haushalt zu tun. So, ich habe mir jetzt noch einen zweiten Cappuccino gemacht, Latte Macchiato, den trinke ich jetzt noch und dann muss ich das Wohnzimmer aufräumen. Die Küche habe ich jetzt schon aufgeräumt, war nicht viel. Ja, und die Spielmaschine habe ich auch gemacht, aber im Wohnzimmer merkt man, dass ich die Kinder fertig gemacht habe für die Schule und für die Kita. Und wisst ihr, was mich am meisten nervt? Dass ich meine Kopfhörer im Auto vergessen habe. Ich war nämlich gestern bei meiner Mutter und habe die Kopfhörer im Auto vergessen, weil die nicht mehr in meine Tasche gepasst haben. Super, oder? Und das Wetter nervt mich auch. Heute ein genervtes Video von mir. Einfach ätzend. Also das Wetter ist seit 2 Wochen richtig ätzend. Es ist am Dauerregnen irgendwie gefühlt, finde ich. So, ihr Lieben, willkommen zu einem neuen Ski-In-Haul. Also, natürlich, ne? Während dem Vlog zeige ich euch nochmal meinen Ski-In-Haul. Ich habe mich gerade geschminkt, deswegen passt das eigentlich perfekt. Ich habe mir nämlich einen richtig, richtig coolen Pinselset bestellt. Mega viele Pinsel sind drin. Und es kommt, 17 Stück, es kommt in so einem Packaging an. Richtig schön mit so Pastellfarben. Ach, ich habe mich verliebt. Ich habe auf jeden Fall schon ein paar benutzt für Concealer und Lidschatten. Und zum Konturieren richtig, richtig gut. Was ich auch richtig schön finde, dass die hier beim Highlighter-Pinsel an diese Schale gedacht haben. Sonst frimmelt das hin und her, wisst ihr, ne? Weil das so aufgeht wie eine Feder. Dann habe ich mir diesen Timer bestellt. Richtig, richtig cool auch. Und zwar, wenn ihr einen Timer braucht oder auch, wenn eure Kinder Hausaufgaben machen oder zum Beispiel Lina muss immer Bücher lesen, also ne, ein Buch lesen und kriegt dann je nachdem Unterschriften, wie lange sie gelesen hat. Also pro 5 Minuten kriegt sie eine Unterschrift und. So, dafür ist das natürlich perfekt, weil ihr macht das dann hier an. So, jetzt ist es an. Wenn ihr das so dreht, dass hier 5 Minuten stehen, habt ihr einen 5-Minuten-Countdown. Hier steht 3 Minuten, dann habt ihr hier einen 3-Minuten-Countdown. Hier ein 1-Minuten-Countdown. Und hier ein 10-Minuten-Countdown. Und wenn ihr hier mit dem Finger drauf tippt, 2-3 Mal, geht es 5 Minuten immer höher. So, dann habt ihr aber auch noch das hier. Das ist der Timer. Huch. Ich kann das euch jetzt nicht richtig zeigen. Ich zeige euch das so. Der zählt dann. Der ist jetzt zum Beispiel 5, 6, 7, 8, 9, 10 Minuten. Ne? Und der ist perfekt. Den stellst du dann so auf den Tisch und kannst dann halt gucken, wie lange hat meine Tochter jetzt zum Beispiel gelesen oder wie lange hat sie jetzt für die und die Aufgabe gebraucht halt. Richtig cool. Und ansonsten könnt ihr das hier ausmachen, wenn ihr dann so 1,5 Minuten drauf drückt. Ich finde es top, hat auch USB-Anschluss, also Akku. Richtig, richtig cool. Ich habe euch das mal verlinkt. Das brauchen wir wirklich jeden Tag. Entweder gucken wir dann, wie die Hausaufgaben sind, ob es immer noch so viel lange braucht oder weniger braucht für dieselben Aufgaben. Und. Dann haben wir hier einen Milbensauger. Ihr wisst ja, ich habe momentan total die Probleme und Milben gehören leider dazu. Deswegen habe ich mir den Milbensauger ausgesucht bei Shein. Der ist auch richtig gut. Damit könnt ihr die Milben wegbekommen auf der Matratze, auf dem Teppich, auf der Couch, auf den Sessel. Also überall, wo ihr denken könnt. Und das geht dann so. Hier sieht man, wir haben schon kräftig gesaugt.
Plus, ihr habt noch Aufsätze. Also das kommt in so einem Karton an. Also Shein ist rüstet momentan richtig gut nach. An Home, Elektroartikeln, Beauty-Sachen und. Richtig, richtig cool. Ihr habt dann noch diese Aufsätze. Also ihr könnt wirklich auch andere Sachen damit saugen. Ich finde es richtig cool. Und ihr habt natürlich auch ein USB-Kabel dabei, womit ihr das dann aufladen könnt. Das ist einmal dazu. Dann habe ich hier ein Haircooler. Wie heißt das nochmal? Ich kann das so schlecht aussprechen, Leute. Auf jeden Fall muss ich damit mal meine Haare machen. Ich mache das und dann blende ich euch das ein. Bin mal gespannt. Ich hatte sowas noch nie. Da könnt ihr auch auswählen, was für einen Stecker ihr wollt. Ich wollte jetzt einen EU-Stecker, aber die haben natürlich auch US-Stecker und. Ne? Die sind ja dann anders. Ja, genau. Dann macht ihr das hier an und könnt die Seiten wählen. Und natürlich auch die, das geht jetzt bis 200 Grad. Ja, und dann habt ihr einen normalen Stecker. Richtig cool. Ich bin echt gespannt. Sowas hatte ich noch nie. Ich weiß jetzt nicht, ob das mit meinen Haaren klappt, aber ich denke schon. Ich habe hier schon ein bisschen längere Haare wie jetzt. Ich blende euch das ein, wie gesagt. Und dann könnt ihr mal schauen, wie ihr das findet. Und der Preis ist mega günstig gewesen. Mega. Als nächstes durfte für Audit natürlich auch nichts fehlen. Da haben wir einmal so ein Shaver-Set. Das ist so ein richtiger Barbar-Set, Leute. Also das ist wirklich High-End. Das ist sowas von schön. Moment, ich mach mal diese Packaging weg hier. Es ist extrem schwer. Ihr merkt einfach, das wiegt safe ein Kilo, das ganze Paket. Ihr merkt einfach die Qualität dahinter. Auch das alleine ist total schwer. Das schaut so aus. Schaut mal, wie schön, bitte. Wie schön ist das? Dann habt ihr diesen Aufsatz drauf und drückt hier drauf. Ihr könnt es halt einstellen und dann habt ihr hier auch nochmal diese neuesten Akkus-Adapter. Dazu habt ihr dann halt auch nochmal einen anderen Aufsatz. Das ist der hier. Das könnt ihr dann wechseln. Und dann habt ihr noch einen normalen Shaver. Da macht ihr dann halt dieses Pönöppel hier ab. Ne? Oder wieder dran, je nachdem. Und hier drückt ihr aber unten drauf. Hat auch. Dann steht da zum Beispiel 100% hat es noch. Und dann könnt ihr euch damit rasieren. Also eure Männer. Zubehör hat es natürlich auch. Ihr müsst es ja laden und alles. Ich finde das wirklich top zum Verschenken oder auch als Mitgift, wenn jemand heiratet. Hier habt ihr, wie gesagt, das sind die Schutzdinger, die könnt ihr dann immer wechseln, falls ihr eins verliert. Hier habt ihr einen USB-Akku, dann habt ihr hier auch nochmal sowas zum Aufstellen, ein zum Haare, hier für den Bart oder so. Und dann habt ihr zum Säubern auch Pinsel, verschiedene, richtig cool. Also die haben an alles gedacht. Ihr habt sogar zwei Akkus, also einmal für den Rasierer und einmal für das andere da. Ich kenne mich nicht so gut aus, aber ich kann euch eins sagen, für den Preis ist das ein perfektes Geschenk, wenn ihr wirklich, wenn ein Bekannter, ein Freund, ein Bruder oder so heiratet, kann ich das wirklich nur ans Herzen legen. Also mein Bruder bekommt sowas auf jeden Fall auch. Dann brauchte ich neue Kopfhörer. Da habe ich mir die hier ausgesucht. Die sind von Lenovo. Ich glaube, die Marke kennt tatsächlich jeder. Und High-End, wirklich High-End. Ist auch hier mit Akkuanzeige. Wenn ihr euch nichts Teures holen wollt, kann ich die empfehlen. Hier habt ihr auch nochmal die Stöpsel, die ihr wechseln könnt. Und auch nochmal ein USB-Ladekabel. Und die Stöpsel schauen dann halt so aus. Ich finde die richtig gut. Auch die Lautstärke ist top. Mir reichen die jetzt zum Beispiel. Aber ihr könntet die natürlich auch wechseln, wenn ihr sagt, nee, die sind mir zu klein oder ne. Dann weiß ja jeder, oh, hat ja eine verschiedene Größe. Und hier macht ihr das dann auf und könnt es dann laden. Alles kein Problem. So sieht man es besser. Und dann habe ich die nochmal bestellt, aber ein bisschen anders. Zeige ich euch auch sofort. Die sind aber für meine Mama, die habe ich noch nicht ausgepackt. Und zwar einmal die hier, die sind auch von Lenovo. Das ist im Prinzip eigentlich dasselbe, nur dass die so einen Schutz haben, damit die nicht runterfallen. Zeige ich euch sofort. Ich mache das jetzt einfach mal auf. Ist zwar meine Mama, aber mein Goodness. So.
Als letztes kommt übrigens das Beste, das habe ich schon aufgestellt. Da fehlen mir nur noch Kerzen. Ich sag's euch, die haben so tolle Deko-Sachen und alles. Also momentan sind die wirklich im richtig coolen Aufbau. So, da haben wir einmal diese Kopfhörer. Da steht jetzt hier zum Beispiel 93%. Und diese Kopfhörer sind auch High-End, ich schwöre es euch. Die sind auch von Lenovo. Und die haben dann aber halt nochmal so einen Schutz. Das ist dann perfekt für die kleineren Ohren, damit es nicht raus runterfällt. Ja, meine Mutter hat leider das Problem, dass die bei ihr runterfallen. Auch richtig, richtig cool. Auch wieder mit USB-Kabel und nochmal diesen paar Löppelchen, falls sie zu klein sind. Und jetzt kommen wir zum letzten Teil. Das zeige ich euch auch nochmal. Die habe ich schon aufgestellt, aber wie gesagt, da fehlen noch meine Kerzen. Es ist so schön. Und zwar sind das diese Kerzenständer. Die passen perfekt zu meiner Sanduhr, wie man sehen kann. Hier sind noch die Bügelperlen von meinen Mädels, aber das kommt die Tage weg. Einmal das. Es passt einfach perfekt jetzt. Und hier kommen dann halt noch die Stumpfkerzen rein oder diese langen Kerzen. Und die anderen drei, das sind 6er-Set, habe ich neben dem Fernseher stehen. Das zeige ich euch jetzt auch. So, und hier ist das andere. Also das ist zusammen, ne, aber ich wollte nicht alles nebeneinander stellen. Könnt ihr natürlich auch. Hier kommt dann nochmal eine Stumpfkerze drauf. Und hier dann diese länglichen Kerzen. Richtig, richtig schön. Also ich kann es nur empfehlen. I'm still tired when I wake up. Like my dream's still near. Snooze bottom, my best friend now. Get me away from here. I got plans, I got things to do. Gotta do my hours Why is everything so damn hard? Gray skies and rain clouds I postpone everything Worrying about stupid things When is it my turn to start living? So Mädels, aufgeräumt, schaut mal. Ich bin total glücklich. Jetzt ist alles aufgeräumt und die Küche ist auch aufgeräumt. Oh, der war gerade da, hat seinen Kaffee mitgenommen, ist jetzt zum Fußball. Und gerade hat auch DHL geklingelt. Und ich dachte mir, wir können ja heute mal gemeinsam Pakete öffnen. Das andere Paket bringe ich noch. Ich habe einmal ein Paket von Amazon und einmal die Degusta-Box. Die zeige ich euch jetzt. Moment, ich brauche echt so ein... für meine Dinge hier. Wie heißt denn das? Für meine Pakete. Also erstmal, was alles drin ist und. Dann haben wir einmal Schokopudding mit Rohrzucker. Das haben wir nochmal mit, pflanzlicher, süßer Reis. Auch mit Rohrzucker. Dann haben wir hier Waffeln mit Haselnuss, die kenne ich noch von früher. Ich weiß aber nicht, ob das dieselbe Marke war. Dann sind perfekt, die kann ich auch bei Lina in die Brotdose reinpacken. Das sind Bake Rolls, Tomate, Oliven, Geschmack. Und dann haben wir einmal The Organics by Red Bull, Black Orange. Habe ich noch nie probiert, bin mal gespannt. Oh, dann haben wir wieder diese... Dingens, ich war gestern um 21.30 Uhr im Bett, aber bin erst um 12.30 Uhr eingeschlafen. Total komisch. Das ist eine extra Überraschung, deswegen werde ich das mal probieren. Das andere habe ich nämlich meiner Mutter geschenkt. Das ist so ein Schlummertrunk. Dann richtig gut, das ist immer schön verpackt, damit auch nichts kaputt geht. Brühe mit Rind. Oh, ich wollte halt was kochen, aber dafür brauche ich Hühnerbrühe. Aber egal, Brühe mit Rind ist auch okay. Dann einmal Protein-Cream von Foodspring. 85% weniger Zucker, das ist sehr gut. Das haben wir noch. Ihr seht, es ist echt voll, ne? Riegel mit Frühstückszerealien. Cineminis. Einmal das. Dann einmal Mr. Brownie. Chocolate Brownies. Das packe ich direkt in all those Dingens. Arbeitstasche.
Dann haben wir hier Raspberry Lemon Soft Baked Bar. Das behalte ich für mich. Dann haben wir hier von HSC Orangen Maracuja Wasser. Also Orangen Maracuja geschmackliches Wasser. Hier haben wir noch was. Oh, Fritt vegan. Finde ich sehr gut. Was ist das? Und hier haben wir noch ein Getränk. Spritzbitterorange. Das hat unser Nachbar. So, das war's. Jetzt zeige ich euch noch, was von Amazon angekommen ist. Schwapp, schwapp, schwabidu. Also, ich sag mal so, wenn ihr Kinder habt, die Paw Patrol lieben, oder wenn ihr jemanden kennt, der demnächst einen Geburtstag hat und ihr bei einem Geschenk richtig gut sparen wollt, kann ich euch das empfehlen, was ich euch jetzt zeige. Das ist nämlich von 53 Euro auf 10 Euro reduziert gewesen. 53 Euro, echtes Holz. Ich zeige euch jetzt was. Riesengroß. Guck mal, ihr seht, wie groß das ist. Ne? Das ist mein Kopf, Leute. Ich weiß nicht genau, was das ist. Auf jeden Fall, das kann man hier aufmachen, das kann man drehen. Es ist halt ein Auto, ein Feuerwehrauto, und da sind ganz viele Extras mit bei. Und Doktorzeug ist auch mit bei. Hier sieht man das. Ist so ein, das von Melissa & Doug. Jeder weiß, wie teuer die sind. Marshalls Rettungswagen. Ah, das ist ja cool. Genau. Marshalls Rettungswagen aus Holz.